liebe Leute. Super sonniges Wetter nach gestern nach der Börse in Ludwigshafen. Heute haben wir Sonntag. Etwas entspannter für mich. Ich wollte euch auch mal zeigen, dass die Leute, also war echt wieder eine super Veranstaltung. Die Leute sind da, die Leute sind vor Ort, viele Händler da, mich inklusive. Ich freue mich dann auch immer, ich komme dort schon an und irgendwie hat sich wohl rumgesprochen, dass ich viel und gerne ankaufe. Da gehen schon auf den Parkplatz, der Kofferraum geht dann schon auf. Ich sage, Andi, komm mal her, guck mal, ist was Interessantes für dich dabei. Muss ich doch wirklich immer wieder lachen und bin amüsiert. Und natürlich macht man dann praktisch, bevor die Börse losging, wo wir, also ich bin um 7 Uhr gelandet, eigentlich war um 7 Uhr Einlass. Bis der Einlass war, habe ich schon praktisch mein Taschengeld ausgegeben gehabt, das ich dabei hatte. Naja, auf jeden Fall kann ich euch jetzt mal zeigen, was ich so kaufe. Auf den Börsen natürlich meistens, was mich preislich so reizt und Dings. Also ziemlich cool war hier, was mich gefreut hat, das haben wir nämlich nicht bekommen. Ich habe ein Faker Duplikat Backpack bekommen. Mein Dank geht raus, Steven. Super, dass du das möglich gemacht hast, dass ich das bekomme. Ist noch sealed. Wird natürlich auch in Online-Shop gehen. Sorry, wenn ich hier ein bisschen blinzel, aber die Sonne scheint heute gut. Super geiler Sonntag. Ich hoffe hier genau. Dann noch eine Kiste voll Classics, die ich dann auch noch hier abgegriffen habe. Für mich ist da jetzt natürlich, leider habe ich jetzt für mich persönlich wirklich eigentlich nur einen Teil gefunden. Der Rest ist alles wirklich so zum Wiederverkauf. Also es waren einige Classics-Figuren, die ich hier dann gekauft habe. Auch, wie gesagt, schon bevor die Messe noch auf war, da wir uns da preislich noch ein bisschen rumgehandelt haben, habe ich noch die zwei tollen Pacific Rim-Teile dazu bekommen, die ich aber selber jetzt auch, ja, kann ich jetzt selber nicht persönlich so viel damit anfangen. Und aber was natürlich cool ist, ist die Alien Lunchbox, muss ich sagen. Hier ist zwar eine neue, aber finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Ist auch nicht mein eigenes Sammelgebiet, aber ja, genau. So, Kill Bill gab es da auch noch dazu. Das war so der erste Ankauf. Was so ein cooles Teil war, den hatte ich aber auch schon mal. Kommt aber auch wieder in den Shop, ein geiler Vintage G.I. Joe, hier der Gung Ho, super schöne Figur. Dann, klar, kaufe ich halt wirklich so, was so lang kommt. Und was mich echt gefreut hat, dann an dem einen Stand, der hatte dann doch noch wirklich, also ist ja immer wieder interessant, was so kreucht und fleucht, Monster in my Pocket. Und zwar nicht nur ein Pack, sondern gleich mehrere Packs. Also ich habe gekauft bei ihm alles, was er hatte, 15 so Päckchen oder 16, 12, 15, 16, ich weiß es nicht. Und sowas kaufe ich dann, weil einfach sind geile Sachen. Klar, Matchbox damals, schon in jedem Pack eine andere Figur drin, so wie ich sehe. Das sind alles verschiedene Packages. Naja, die kommen doch definitiv demnächst in Online-Shop. Monster in my Pocket, da haben wir auch noch einzelne Tütchen im Online-Shop, falls es jemand interessiert. Ja, dann schlappt man, dann kommen natürlich Leute zu mir und sagen, Andi, guck mal, da vorne liegen die Adler, die es auch von links gibt, von Masters of the Universe, aber das sind keine Masters. Nein, es sind natürlich Big Jim Adler, den gab es damals in zwei Varianten, die habe ich mir dann auch noch schnell gegönnt. Da war dann auch schon wieder ein bisschen Kohle platt, aber die kommen auch in den Online-Shop, sehen auch echt top aus. Ich würde sagen, Mint. Wirklich geil, gab es damals. Witziger Fun Fact noch, klar. Mattel hat ziemlich viel recycelt. Wie gesagt, die gab es damals bei Big Jim. Und da hat man gedacht, verwenden wir das doch für Masters of the Universe gleich als Zoa oder als Screech direkt weiter. Genau, haben auch natürlich diesen Flügelmechanismus. Also sehr cool. Genau. Jo, dann so ein paar kleine Sachen. Einen Jango Fett habe ich noch gekauft. Donatello vs. Krang, die gibt es auch nicht mehr, das sind die von NECA, ist jetzt auch schon mal offen gewesen, aber der Price ist heiß, wie gesagt, das war auch ziemlich cool. Dann noch hier von der Amber Collection, weil gerade Jurassic Park ist auch, geht auch wirklich gut bei uns, muss ich sagen. Den habe ich noch mir gegönnt. Dann war hier noch, das muss ich sagen, hat mich auch, aber war das Einzige, was ich gefunden hatte, groß. Dino Riders, bisschen was hier. Zubehör, Figürsche, jo, schauen wir mal. Ich denke nicht, dass es ganz komplett ist. Wir werden es wohl ein bisschen aufsortieren.
na, wie heißen sie? Extreme Dinosaurs noch bekommen. Auch sehr cool, hat mich auch gefreut. Sieht man eigentlich bei uns auch relativ selten mittlerweile. Funktioniert noch. Da wüsste ich jetzt gar nicht sogar, ob der hier komplett ist. Müsste ich mal schauen. Der ist leider unkomplett. Aber auch cool, habe ich auch mitgenommen. So. Dann so praktisch Sachen, die ich immer kaufe irgendwie, also wirklich, aber das ist alles rein zum Weiterverkaufen, sind ein Playmobil Römer, oder die habe ich jetzt von Bekannten mitgenommen. Das haben wir so Playmobil Römer und so Zeug. Und aber Playmobil, da fällt mir alles runter hier von meinem Tisch, auch nicht so schlimm. Playmobil kann man immer nehmen, wenn der Preis passt. Das hier, wie gesagt, von Bekannten mitgenommen, der freut sich, da sammeln die Playmobil Römer. Ganz am Ende habe ich auch nochmal hier ein Display mit Playmobil Einzelfiguren. Das verkaufen wir dann auch alles auf so Flohmärkten oder anderen Märkten. Habe ich dann noch abgegrabbelt. Jetzt kommen wir zu meinen zwei Highlights am Schluss. Was natürlich ein brutaler Kauf. Eine Kiste voll mit Masters of the Universe Zubehör, Einzelteilen, Rüstungen. Und ich glaube, das war direkt so mit einer der ersten Käufe, die ich da vor Ort gemacht habe. Ja, alles halt. Mehr Rüstungen. Ich glaube, hier kann ich jetzt wieder einiges an Motu zusammenrichten, ausstatten, herrichten. Material. Mal schauen, ob ich einen kompletten Modulok rausbekomme aus dem Ding. Oder meine Jungs, ich denke, ich werde das nicht aufarbeiten. Das sind jetzt ein, zwei Teile, die kann ich nicht mehr zuordnen. Also einen kompletten Stridor kriegen wir auch wieder hin. Ein paar Schlangenstäbe. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn, was da alles rumliegt. Wirklich brutal. Ein paar Waffen noch. Keulen vom Mechaneck, Webster. Webster habe ich noch hier. Auch noch, den kann ich komplett machen. Jede Menge Schilder. Shira-Schild sogar dabei. Ach ja, ein paar Teile von Snake Mountain, die angeknackst sind. Zu was auch immer das gehört. Ach doch, Spider. Ja, das war eine gute Kiste. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight, was ich mir gegönnt habe. Was man auch so wahrscheinlich nie wieder finden wird. Leute, gibt's auch von He-Man und Chuck Norris Action irgendwas Action Zahnbürste. Der Verkäufer hat gesagt, die Zahnbürste geht nicht mehr, aber was ich jetzt nicht so wild finde, es ist auf alle Fälle komplett, es ist offizielles Produkt. HG Industries sagt mir jetzt nichts. Also es sind beide Zahnbürsten auch dabei. Die eine ist hier leider schon abgebrochen, aber alles nicht so schlimm. Einfach ein mega Teil, weil das einfach hier Chuck Norris. Junge Leute, was geht? Wow, das waren so meine Einkäufe, was ich in Ludwigshafen gemacht habe. Ihr seht also, es lohnt sich. Die Börsen, die Flohmärkte, man kann überall immer irgendwas finden. Und ja, würde mich freuen, wenn man sich auf der einen oder anderen Börse, Flohmarkt, Messe, was auch immer sieht. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.